Jo, der Siegeszug, genau, stellst du dich mal aus. Nice. Perfekt wieder vorbereitet. Ich würde sagen, der Siegeszug der galaktischen Dampfwalze geht weiter. Wir kommen zu Thrawn's Revenge und der KI-Gegner hat sich gerade mal gedacht, Ketaris zu überfallen. Ein Befehl des Avatar Invade Ketaris. Nicht Ketaris, sondern Ketaris. Aber warum? Was hat Ketaris euch denn getan? Außer, dass es so vor sich hin friedlich existiert. Tja, da gibt's, also kann auch sein, dass sie einfach nur hier mein Senator's Office nicht mögen. Ne? Es gibt nichts auf dem Planeten, außer dieses Senator's Office. Tja, und irgendwo her kommt jetzt eine Armada angeflogen. Na gut, schicke ich die erstmal wieder darüber. Ich muss immer noch diese Schubkartons. Ja, genau, ist doch genau. Ist ja okay. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Kommt da noch irgendwas nachgeflogen? Ja, natürlich. Das kann ich so natürlich nicht auf mir. Schon wieder? Wenn dann wie fliegt das Water Invade Ketaris? Nö, jetzt hat's aufgehört. Okay. Okay, das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Dann räume ich mal den Angst Minor auf. Building started. Building started. Be right there. Schick ich da mal eben hin, um aufzuräumen. Agamer. Building started. Einfach bauen. Einfach bauen. So, wir haben unseren mächtigsten Diplomaten geschickt. Ich glaube, es wird auch gar nicht mehr so lange dauern. Ich hoffe, dass hier noch irgendwo der Pelean oder sowas rumschwirrt. Oder habe ich den am Anfang schon geboxt? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Okay, the following planet. Orinda. Ja, gut, ich muss da eh noch aufräumen. Reward for completing the mission. Imperial One Status. Da sage ich nicht nein. Sehr schön. Aha! Da ist er ja! Reicht das, wenn ich den besiege? Wenn ich den hier von der Weltkarte boxe? Erstmal so, genau, dann haben wir die Mission noch erfüllt. Victory 1 Star Destroyer, Location Vulpta. Vulpix. Hä, wir kriegen sofort zwei? Cool. Warte mal eben. Warte mal eben, wo? Wo? Na gut, die haben es gerade gesagt. Ich hätte mal lieber zugehört. Hab ich aber nicht. Ach so, Vulpta, ne? Ha. Ach, Victory. Ach, Victory. Ach, Gott. Ich weiß nicht warum, aber mein Gehirn hat mir gesagt, ja, das sind zwei Superstar Destroyers, SSDs. Nö. Das sind billige, einfache Victory Ones. Yay. Ach, das hat sich aber gelohnt. Das ist immer so die Kunst, ne? Gerade so an Weihnachten, wenn du dann irgendwie so ein Geschenk bekommst, worüber du dich tatsächlich gar nicht mal so freust. So leid es mir auch tut. Aber dann so, yay, irgendwas Cooles, wow. Und, es tut mir leid, ich bin einfach unfassbar undankbar und freue mich darüber nicht. Und keine Ahnung, was sind dann beispielsweise so richtig sinnlose Weihnachtsgeschenke? Ja gut, ne? Also so, wenn es tatsächlich, ne? So ein selbstgestrickter Pulli, ne, ist wie so aus einem Klischee, dann ist das eigentlich schon ganz cool, ne, wenn man dann, ich würde sagen, wenn man eher so fortgeschritteneren Alters ist, dann dann freut man sich über sowas tatsächlich mehr, weil du weißt, okay, da hat eine Person tatsächlich sehr, sehr viel Arbeit reingepackt und so, aber ich glaube, wenn du eher so jünger bist, dann denkst du dir so, ja, danke, ich hätte halt lieber undankbar, wie man halt ist, eher so eine Playsee 2 oder 3 erwartet oder so und dann kommt sowas, ja, aber kein Problem. Ja, dann kannst du nämlich einfach davon ausgehen, dass das Problem bei dir liegt, du kapitalistisches, verwöhntes Schwein. So. Sorry für den Seitenhieb, aber ich muss, ne, immer wenn ich Entrala hier einnehmen soll, dann
bringe mich das immer so ein bisschen aus dem Konzept. So, move any stealth unit heroes by to or conquer the following planets. Jemis oder Entralla. Und dafür kriegen wir Princess Transport Cruises. Okay, na gut. Was wir allerdings zuerst machen, ist, wir schicken Luke und seine Entrümpelungsmannschaft nach Orinda. Und gleichzeitig schicken wir Admiral Akbar and Friends zu Palea. Wow, hätte ich niemals gedacht, dass Akbar tatsächlich der Erste ist. Sehr schön. So, the Fight of the Century. Hier haben wir ihn auch. Gilad Pleian. So, genau. Habe ich zwar vor mit Sicherheit 3, 4, 5, 6 Folgen schon einmal vorgelesen. Ich mach's nochmal. Gilad Pleian was the captain of Chimera im Englischen. In Death Squadron. And ordered the Imperial Fleet's retreat over Endor in the chaotic route. Okay, das ist mal eine Information, die interessant ist. The return of Thrawn to the Empire brought hope to Pelion that the Empire could be restored to prominence. But Thrawn's death ended that dream. Pelion later joined... Oh, spoiler. So, Pelion later joined Dala with the same hopes, but her resignation forced Pelion into leadership of the Imperial Remnant. Jo, irgendwann muss der Gute das hier übernehmen. Ist eigentlich nach den, wenn man es denn so sagen kann, nach der alten Thrawn-Trilogie gar nicht mal so ein Unsympath. Das würde ich auch sagen, eher besonnen und... ja, der hat diesen imperiellen Fanatismus halt irgendwie nicht, würde ich halt sagen. Ne? Also, der ist eher so einer von den Denkern. Hä? Ich dachte, der fliegt ja ein Supersternzerstörer. Fliegt der den hier? Warum? Der fliegt immer noch die Chimera, what? Chimera? Ach, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich glaube, Chimera. So. Was ist das denn hier? Die Rakehel. Oder Rakehel. Reactor, what? Reactor Explosion. After death deals damage to all units in a large area around the ship. What? Cool. Ich frage für einen Kumpel, kann ich kurz hier schon als Thumbnail das Schiff irgendwie einfangen? Ja, mit Sicherheit, ne? So. Kein Schritt weitergekommen, ich weiß, aber. Krieg ich schon irgendwie hin. So. Hey, wo ist denn der Endwaffe One hin? Hab ich gerade verloren? Nee. So, wir setzen erstmal ihre eigenen Waffen gegen sie ein. Okay, in der Wiegestütze haben sie auch, aber wohin das doch immer schießt? Okay, mein Beileid. Hä? Okay, Palion macht direkt mal mit gutem Beispiel voraus. Das sogenannte Retarded-Manöver. Okay, vielleicht soll ich mal alles... Nein, ich habe die Bodentruppe mitgenommen, ist das richtig? Nein... Aber der ist mal nice. Kann man den bauen? Ist der neu? Supreme Commander. Der scheint auch... Was hat der denn als Fähigkeit? Auch Art of War oder so? Nee, ne? Steht oben gar nicht. Air Support. Megador unten. Can be upgraded to Mandator 3. Reaper can be upgraded to an Executor. Ja, das haben sie wohl vergessen. Aber irgendwer macht doch hier unfassbaren Schaden. Und ich weiß überhaupt nicht, welches Schiff das sein könnte. Okay, so, ich hoffe mal hier. Thumbnail-Material, please. Yo. Das Paläons Boot ein Bild. Ach Leute, einmal muss. Einmal mit professioneller Kamera arbeiten. Ja, und hier zum 500. Mal den Home
One-Cruiser. Oh, das sieht nice aus. Ja, guck dir diesen wunderbaren Hangar an. Oh, das ist nice. Der ist ja immer noch da. Wenn das... Das bleibt noch wetten mit den Engines. Wer ist er? Hä, wer ist er denn? Ist einer von den Piloten oder ist er hier auf dem... auf der Raker oder so? Wo ist er? Ach, hier, als Jäger, wow. Okay. Okay, die pennen wieder. Ja, völlig in Ordnung. Macht doch, was ihr wollt. So, Kollege, jetzt vorbei. Ah, einfach mit... Ja, okay. Mach das jetzt einfach mitten rein. Moin. Boah. Ja, Paleon ist immer noch da. Könnt ihr auch einfach mal eben mit dem kleinen Shuttle hier rüberspringen zum anderen Boot. In der letzten Folge schon mal gesagt, wurde, nee, in der vorletzten habe ich es gesagt und es wurde nicht mit aufgenommen. Da wo die Folge, Folgenaufnahme mal wieder nicht funktioniert hat. Danke, Technik. Danke, Fortschritt. So, und im Hintergrund läuft hier irgendwo. Was auch ganz leise hören kann. Genau, sorry, dass ich mir da die Schlacht jetzt nicht angucke. Aber im Hintergrund läuft halt die Musik vom Rogue Squadron. Und dadurch, dass ich die Spiele damals gespielt habe, unfassbar cool. Unfassbar cool. Boah, ey. Dass sie die Musikstücke nicht mit in den Film eingearbeitet haben, das nehme ich denen doch ein kleines bisschen übel. Hätten ja im Nachhinein irgendwie mal machen können. Also gerade für die neuen irgendwie. Also auch wenn es da mit dem Rogue Squadron vielleicht schwierig wird. Aber hey, jetzt kommen ja noch ein paar Serien raus und es gibt ja noch weitere Filme. Da könnte man ja noch irgendwas machen. Ey! Hör auf, mein Schiff zu zerstören. Schweine! Okay, ja, die Raker waren nice. War nice. Yo, die haben nicht gelogen. Sobald es explodiert, kriegt alles Schaden. I am ready for your orders. So, und solche Missionen hätte ich mir öfter gewünscht für diese galaktischen Karten. Weil bisher ist es eher so, naja, hätte ich jetzt mal so gesagt, wäre diese galaktische Karte eher so Standard. Ja, bau dich auf. Hab viele Truppen, fliegt durchs Feld, zerstört Leute, keine Ahnung. Das Übliche halt, ne? Und wobei, ja, da bin ich auch vielleicht ein kleines bisschen undankbar, dass ich dann sag so, yo, da gibt's schon so eine richtig geile Mod umsonst, so wie diese hier, und ich so, ja, aber ich will halt mehr. Ah, der greedy Charakter der Menschheit. So, und der ist ja eh nur Kriegsberichterstatter hier. Not so fast. Na komm, hau rein. Dann kannst du voll das Letzte zerstören. Alles kein Thema. Tjo, und das war's mit Captain Paleon, beziehungsweise Supreme Commander Paleon. Guardian, Aqua has been repaired to 55%. So, das haben wir hier auch eingenommen. Und der Rest sollte sich auch vergleichsweise schnell überreden lassen, sich der neuen Republik anzuschließen. So, das ist gut, denn dann können wir in der nächsten Folge auch anfangen mit der letzten Kampagne. I'll be there.
Dem Ende einer Ära. Einer Ehre. Right away. Dennoch, ich muss langsam zugeben, dass ich doch ein kleines bisschen mehr Lust hätte, mal wieder andere Spiele zu spielen, außer Thrawn's Revenge. Es macht nach wie vor unfassbar viel Spaß, aber es macht dann auch noch ein bisschen mehr Spaß, wenn man, naja, ne, vielleicht so 3-4 Monate ins Land hat ziehen lassen und dann mal wieder eine Mod rauskramt. Empire War, mal sehen. Ah, aber wenn ihr Vorschläge für Mods habt, die ich mir anschauen soll und die unverzichtbar sind, dann gerne mehr her damit. So, den nehmen wir noch mit. Ein paar Bodentruppen mit. Sind das denn ausschließlich Bodentruppen oder habe ich da jetzt alles mitgenommen? Sieht danach aus. Ja, gar nicht mehr so viele Bodentruppen. Dann baue ich noch ein paar nach. Ich hab komplett vergessen, wo ich die. Ja, okay, wo ich die T4B-Panzer bauen kann. Das hat sich erledigt. Da wird noch fleißig gebaut. Ach cool, die sind teurer als die. AC2 Hoverdecken Company. Ja, kommt Leute, hier. Ich besetze doch eh alles gerade. Wow. Du bleibst einfach da. Und der kann sich mal hier gefälligst anschließen. Yo. Oh, da haben wir noch ein dickes Boot. Sagt er und kriegt das einfach weg. Den nehmen wir direkt wieder mit. Ja, ich muss. Oh, ich habe tatsächlich mal Schiffe verloren. Wow. So fühlt sich das also an. Yo. D2B over. Construction complete. Building started. People are heading there now. Tactical battle. Das sollte. Wow, er haut tatsächlich wieder ab. Hätte ich nicht gedacht. Ja, eins von diesen, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Nicht Praetor Class. Oder doch? Ja, und der haut zu Angs Minor ab. Interessant. Dass er überhaupt noch abhauen kann. Moin! Oh, da ist gar keiner. Ich hab geklingelt, aber keiner macht auf. Dein Ernst? Okay, letzte beiden Planeten. Wie gesagt, nichts wirklich Kritisches. Den letzten Kampf haben wir effektiv gewonnen. Wie heißt das Schiff nochmal? Achso, hier wird es ja wieder nicht angezeigt. Ja, jetzt vor Ort. Natürlich haut auch wieder ab. Be right there. Oh, Boba Fett wohnt hier. Auf Bimil. Wohnte. Warum denn da? You may declare victory from the political options menu. Yes. Wo ist denn das Boot hin? Hä? Okay, es ist einfach... Aha. Jetzt fliegt er da ein. Was ist denn, wenn ich den Planeten hier eingenommen habe?
Es ist ja schon wieder woanders hin. Wo fliegt ihr denn hin? Hä? Ach cool, Deathhawk Combat Airspeeder Wing. Nice. Und das war's. So, dann wollen wir mal wieder schauen, wo Evil Bob the Bob mitgemacht hat. Wahrscheinlich überall. Dass wir den Namen noch einmal gesehen haben. Den näheren Menschen. Da ist er schon. System Design, ganz oben. Ja, sehr cool mit dem Abspann. Rank 11 of 20, ey! Wahrscheinlich hört er mich gar nicht mehr, weil ich für die Soundabmischung viel zu leise rede. So, dann kann ich aber jetzt hier einmal noch das nächste Szenario vorstellen. Please. Galactic Conquest, Camus Crisis. Hä, der hat immer noch überlebt, oder was? Da steht mir ja irgendwas von Paläon. Okay, so, das gucken wir uns dann in Ruhe in der nächsten Folge an. Diese Folge ist dann etwas kürzer. Klaut uns einfach 10 Minuten. So. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann zurück zur Camus Crisis. Ja, und in dem Sinne wieder reingeschaut. Ciao, ciao und bis